Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MeTV. Es gibt viel zu bereden oder es gibt viel, was ich euch sagen möchte. Allen voran, es tut mir wahnsinnig leid, dass diese Woche schon wieder 3 Tage lang gar keine Videos gekommen sind. Ich habe Montag noch vorproduziert, weil ich mir dachte, komm, ich fahre am Sonntag zurück. Dann habe ich den kompletten Montag Zeit, Dienstag, Donnerstag, etc., Mittwoch, Freitag alles vorzubereiten und dann vergesse ich, Idiot, einfach das PC-Kabel im Urlaub und kann nicht schneiden. Offensichtlich, vielleicht für den einen oder anderen zumindest offensichtlich, seit Freitag kommen wieder Videos und das ist ja auch im Community-Tab von mir gepostet worden. Ich habe wieder ein Kabel, ich kann wieder Videos schneiden und deswegen kommen auch wieder Videos. Dann muss ich mich auch entschuldigen, wie in dem heute kommenden Let's Taste auch schon gesagt, ich nehme sehr viele Let's Taste-Folgen in Folge auf, oder ich habe das zumindest gemacht. Zukünftig versuche ich das auch ein bisschen zu vermeiden, aber es staut sich bei mir immer so viel auf und dann mache ich, wenn ich eh einmal dazu komme, direkt alles und einmal. Da gab es einen Aufnahmefehler, das habt ihr vielleicht schon gesehen, weil die letzten 2 oder 3 Folgen waren auf jeden Fall schon unscharf. Ja, die nächsten 2 werden es auch sein, also die von heute und die nächste. Also ab in 2 Wochen kommenden Folgen habe ich das bemerkt und es ist gefixt. Kann ich leider nicht rückgängig machen. Kann es auch nicht wirklich retten, ist mir aufgefallen, weil ich diese videografischen Skills habe ich momentan zumindest aktuell noch nicht. Ja, es ist halt unscharf. Es tut mir leid. Guckt gerne trotzdem mal rein. Ansonsten hört nur zu, wenn das Bild zu grisselig oder unscharf ist. Ansonsten habt ihr bestimmt auch mitbekommen, dass hier häufig keine Hauptvideos kommen. Also meine Hauptvideotage sind ja laut Uploadplan, den blende ich euch hier mal ein. Montag, Mittwoch und Freitag. Das sind die Tage, wo eigentlich meine Hauptvideos kommen. Normalerweise ist es ja so, auf dem 12 Uhr Slot kommen Real Life Shorts. In der Regel Furry Shorts, seitens ist gerade mal ein Event dran, wo Cosplay oder so gemacht wurde oder Karneval-Videos oder sonst irgendetwas. Auch da haben sich Leute gewundert, dass die Shorts so versetzt zu dem Event kommen, wo es passiert ist. Das liegt hauptsächlich daran, erstens, weil ein Event ist ein Video, aber Shorts sind dann meistens so zwischen 10 und 50 von einem Event. Dementsprechend dauert es auch ein bisschen länger, bis die abgearbeitet sind. Aber gleichzeitig versuche ich auch ungefähr so ein halbes Jahr zwischen dem Normalvideo und dem Short zu haben. Zumindest bei den Eventvideos, jetzt bei den CSDs nicht so unbedingt, weil die sind halt eher zeitbegrenzt aktuell. Aber so versuche ich einfach nochmal ab und zu in Erinnerung zu rufen, dass es ja auch alte Videos gibt und dass man die sich auch noch angucken könnte, wenn man die nicht kennt. Also quasi die Shorts promoten die normalen Videos. Zumindest ist das in meiner Vorstellung so. Wie gut das wirklich klappt, kann ich leider nicht bestätigen. Ja, aber auf jeden Fall, die Videos, die nicht kommen, die kommen jetzt auch einfach nicht. Also ich werde mir jetzt nicht ein Bein ausreißen, um Videoaufnahmen oder halt Aufnahmen zu machen. Das ist das Problem, die habe ich meistens genug, um zu schneiden dafür, dass dann Videos kommen, die einfach vielleicht nicht gut genug sind. Also was heißt gut genug? Ich lade auch aktuell die Let's Taste Folgen hoch, die sehr blurry sind. Alles kommt jetzt so mit seiner Zeit. Apropos mit seiner Zeit kommen, vielleicht habt ihr es bemerkt, das letzte Overwatch-Gameplay ist jetzt schon eine Weile her und das war auch wirklich das letzte. Stand, glaube ich, auch im Titel. Ich schließe nicht aus, dass zukünftig noch ein paar kommen. Definitiv nicht. Und wie ihr bemerkt habt, kam jetzt auch seitdem ein bisschen Flappy Bird oder sowas in der Art. Also ich mache ab und zu noch so kleinere Speedruns. Die kommen immer noch als Gameplay, weil ich kann nicht konzentrieren und kommentieren. Das kriege ich schlecht hin. Vielleicht kommt das zukünftig mal. Und aus irgendeinem Grund ist auch mein Tablet scheinbar nicht in der Lage, bei dem Flappy Bird irgendwie den Ton mit aufzunehmen. Ich meine, da sowieso den Ton immer irgendwie total versetzt aufgenommen hat, ist das relativ egal, aber ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ja, aber auf jeden Fall, auf diesem Kanal kommen jetzt erstmal keine Gameplay-Videos mehr. Dann nochmal riesengroßes Danke an Nico. Er hat mir nämlich so ein kleines Doodle gezeichnet. Ich verkaufe das hier einfach mal in die Kategorie Fanart, obwohl das nicht wirklich so hinhaut. Aber er hat mir eine Kleinigkeit gezeichnet, die blende ich euch hier gerade ein. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Freut mich immer sehr. Wer meine Sona zeichnen möchte, ist immer herzlich willkommen, das auch einfach mal zu tun. Und abgesehen davon wollte ich euch jetzt hier auch mal den Raum lassen. Falls ihr Wünsche für Formate oder für Teile in Formaten habt, lasst die mich gerne wissen. Also was ist ich, wenn ihr wollt, dass ich irgendwas probiere, wenn ihr irgendwas Bestimmtes sehen wollt, wenn ich auf irgendwelche Treffen, Events,
Messen oder so gehen soll. Ansonsten auch, wenn ihr Fragen habt, lasst die gerne hier in den Kommentaren oder generell in den Kommentaren da. Da freue ich mich immer sehr und ich plane auch aktuell mal wieder einen Q&A zu machen mit den Fragen, die so auf die verschiedenen Videos reingekommen sind. Allerdings ist das Problem, ich drücke mich immer so ein bisschen davor, bis es dann zu viele Fragen sind und ich mich dann davor drücke, weil es so viele Fragen sind. Ja, ich bin auch irgendwie ein Idiot. Aber das kennt man ja von mir vermutlich schon. Und das war es eigentlich auch schon mit allen Informationen. Also ich habe zumindest für diesen Montag nicht mehr. Es tut mir wirklich leid, dass hier alles so inkonsistent momentan ist. Oder halt generell so inkonsistent. Es ist halt auch nur ein Hobby, ne? Also es läuft halt alles nebenbei. Ich hoffe aber, es gefällt euch trotzdem. Ihr habt viel Spaß auf diesem Kanal. Schaut gerne meine Videos. Kommentiert, liked, teilt, was auch immer alles. Und ciao.